gibt es nicht mehr, sondern ein Kreieren aus zweiter Hand. Secondhand Life. Kästner Bahn sagt, die Identität eines Menschen geht verloren, wenn er zu beschäftigt ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen, wenn er nur noch den richtigen Knopf am Computer drücken kann. Ich stelle mir manchmal für einen Monat totalen Stromausfall vor. Dann wäre der Künstler im Künstler sichtlich gefordert. Wenn sein silberner Recyclingkasten kein Bild und Laut mehr abgibt, würde er verstummen. Was gäbe es noch zu betrachten? Womit könnte er sich retten? Wie spannend ist dann sein eigenes Leben noch? Vielleicht würde er zeichnen lernen. Wo sind Sie eigentlich aufgestellt? Damit meinte man eine Galerie, doch ich dachte an Tennis. So oder so ähnlich hätte eine Frage lauten können an einem der ersten Abende, die ich in einem demokratischen Land verbrachte. Ein ernstes Gespräch zu führen, interessierte niemanden. Falls ich ernst wurde, hieß es, ich hätte Sorgen. Hier im Westen wehte für mich ein eisiger Wind, ob schon man sich äußerst amüsant gab. Vielleicht war die Luft gerade deshalb so kühl für mich. Ich habe es gerade wieder in Prag erlebt. Die Menschen dort haben immer noch eine gewisse Schwermut und Melancholie. Etwas, das mir vertraut ist, was mich erinnern lässt, woher ich komme. Sie sind schüchtern und zurückhaltend. Auch das lässt mich erinnern. Es war lebensnotwendig, erfinderisch zu sein, um der Tristesse eine Poesie abgewinnen zu können, einen galgen Humor zu erfinden, um der gesellschaftlichen Realität etwas entgegenzusetzen, die kulturellen Doktrinen zu unterlaufen. Die Freiheit gab es nicht, nicht objektiv, aber man nahm sie sich im Material. Ich denke an Stalker Tarkovsky, der seine Kamera zur Figur macht, eine Figur, die man nicht sieht, aber dennoch ist sie da. Vielleicht ist es wie bei Giacometti, der seine Figuren eigentlich zum Verschwinden bringen will. Vielleicht empfinden die Künstler der alten Ostblockstaaten so ähnlich. Kunst entsteht aus Zwängen, aus Unfreiheiten, die man zu überwinden sucht. Etwas geht bis ans Äußerste. Es ist eine fadenscheinige Behauptung, dass Kunst nur in Freiheit gedeihen könnte. Eine missratene Kindheit oder nicht gesellschaftliche Sexualität oder zementierte Gesellschaft haben nicht zuletzt poetische, eigenwillige Positionen hervorgebracht, denn es wurde in der Kunst das sublimiert, was im Leben nicht auszuleben gestattet war. Kunst und Lebenstragik haben sich oft die Hand gegeben, haben einen Pakt geschlossen, nicht um zu gefallen, sondern um sich selbst ertragen zu können. Die Postmoderne hat sich davon ziemlich weit entfernt. Die Sehnsucht nach Veränderung folgt keinen Regeln oder Strategien. Am Anfang dachte ich, die Demokratie ist weiter nichts als eine Wiese, auf der die Selbstbehauptungen ihre Blüten treiben. Aber ich erkannte, Kunst wird nicht besser oder schlechter in einer Demokratie, denn beide Seiten haben ihre Defizite. Dort spröde und kauzig, hier flexibel und geschmeidig, dort Standpunkt, hier Meinung. Es sind wirklich unterschiedliche Sprachen. Ich wünsche mir für ein erweitertes Europa, dass die unterschiedlichen Identitäten mit dem Bewusstsein für die Herkunft erhalten bleiben, dass die Chronologie eines Werkes so wie die Geschichte weiterzählt und nicht nur ein gelungener Punkt auftritt. Dass mich die Kunst berührt, weil sie sich eben nicht aus der Identität des Künstlers gelöst hat.